Bei jedem Tauchgang sollte eine Signalboje und eine passende Spool dazu nicht fehlen. Was gibt es hier für Bestandteile? Wie bringe ich das am besten in meiner Anzugtasche unter? Das erfahrt ihr hier im Video. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Signalboje, eine Spool richtig kombiniert, wie ihr die am besten in eurer Anzugtasche unterbringt, damit sie auch am wenigsten Platz braucht und sie praktisch zu bedienen ist. Wenn euch solche Videos mit Tipps, Tricks und Informationen rund ums technische Tauchen gefallen, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Damit die Voraussetzungen stimmen, machen wir das Ganze jetzt einmal an einer offenen Boje. Also ich zeige euch nicht das Ganze wie gerade an einer bereits geschlossenen, damit ihr dann vielleicht gar nicht so weit kommt und sagt, wie legt ihr denn das zusammen? Drum habe ich hier eine Boje mal aufgemacht und ich zeige euch, wie man die, nachdem sie einmal verwendet worden ist, wieder schön zusammenpackt und sie dann mit der Spool kombiniert. Passt ein bisschen auf, dass nachher, wenn das Ganze zusammengerollt ist, dieses Überdruckventil und das Einlassventil nach außen stehen. Also wir haben jetzt hier eine geschlossene Signalboje, die hat den Vorteil, dass wenn sie an der Oberfläche umkippen sollte, durch Wellengang oder ähnliches, nicht unten aufgehen kann und das Gas entweicht und euch dann die Boje wieder nach unten absackt. Mit einer geschlossenen Boje oder Signalboje habt ihr dieses Problem nicht. Zu befüllen ist das Ganze dann über dieses Stück, das kann man einmal mit dem Mund machen, das geht aber auch mit dem Inflatorschlauch. Das wäre dann aber wieder ein Video, wie man so eine Boje benutzt. Heute geht es mir darum, wie ihr sie am besten verstaut und mit euch führt. Also wie gesagt, das ist eben wichtig. Schaut, in dem Fall hier liegt das Logo auch auf der Außenseite, dass das oben liegt. Und dann nehmt ihr das hier und nehmt es sehr eng am Anfang und rollt es am besten, wenn es hängt, hier ein. Und dann drehen wir das hier auf. Das dauert natürlich ein bisschen. Und dann wird es irgendwann, nachdem, wenn man es schon mal benutzt hat oder wenn man es beim zweiten Mal aufräumt, ist die Boje nicht mehr ganz leer. Und ihr werdet einfach durch dieses Aufrollen hier Druck aufbauen. Da wird sich immer ein Restdruck drin befinden. Dann zieht ihr hier an dem Ventil, lasst diesen Druck ab, macht nochmal ein bisschen weiter. Dann entsteht hier nochmal ein bisschen was. Dann zieht er wieder, schaut, dass er alles möglichst gut rausbringt und das war es dann auch schon. Dann wird hier weiter gedreht, also ihr seht, die Anschlussteile sind jetzt alle außen und dann geht es zum Schluss noch einmal hier drüber, über das Ganze und jetzt könnt ihr hier diesen Gummiring nehmen, der mit dabei ist, das ist auch bei allen Signalbojen so, die wir anbieten und dann seht ihr, habt ihr hier mit diesem Gummi das Ganze gut verstaut, das Überdruckventil ist hier gut mit eingepackt und okay, dieser Inflator oder dieses Füllstück steht hier etwas über bei dieser Boje. Dann habt ihr hier unten einen D-Ring mit verbaut. Der D-Ring ist einmal dazu da, dass ihr die Boje natürlich setzen könnt, aber auch wenn ihr sie jetzt aufräumt, dann ist er gut zu gebrauchen, damit ihr die Sachen nicht verliert, wenn ihr sie aus eurer Tasche holt. Als zweites Baustück haben wir dann natürlich hier die Spool. Die Spool braucht ihr auch. Jetzt, wenn ihr das einzeln verstaut, dann müsste man hier also wieder einen Karabiner anbringen, am besten einen Doppelender, um das Ganze in der Tasche verstauen zu können. Und bei der Spool ist es genauso. Hier ist ja automatisch normalerweise ein Doppelender dran. Und mit diesem Doppelender könnt ihr das dann auch wieder in der Tasche wegklicken. Hat aber den Nachteil, wenn ihr es einzeln verstaut, ihr müsst die Dinge einzeln aus der Tasche holen, ihr müsst sie einzeln identifizieren und ihr müsst dann auch zweimal das Ganze herausklicken. Wenn ihr es aber so kombiniert, dass ihr die Spool mit der Boje hier zusammensetzt, so wie ich das jetzt hier zeige, dann habt ihr hier eine Einheit aus Spool und Boje und damit braucht ihr das Ganze nur noch einmal mit dem Doppelender in der Tasche wegklicken. Ich zeige euch das mal an einer Tasche.
Ich habe euch hier eine OMS Bleitasche, also hier unten ein Abwurfbleisystem. Diese Tasche hat aber noch, also diese Bleitasche hat aber noch eine zusätzliche Tasche für Ausrüstung. Und damit ihr seht, dass das auch ganz gut mit so einer Kombination aus Bleitasche und Utility Pocket, wie das hier heißt, funktioniert, zeige ich euch das mal hier. Auch diese Tasche hat hier ein Gummiband drin, mit dem man die Ausrüstung befestigen kann, damit sie nicht verloren geht. Und dann nehmt ihr eben diese Kombination aus Spool und Boje und hängt das Ganze hier an. Und damit haben wir dann eine feste Verbindung mit unserer Tasche. Geht natürlich auch genauso mit der Anzugtasche beim Trockentauchanzug. Und dann stecken wir hier Liftbag und Spool in die Tasche rein, machen das Ganze wieder zu und dann habt ihr das hier sauber verstaut. Das ist aufgeräumt und ihr seht auch, diese Tasche ist groß genug, um diese Kleinigkeit zu verstauen. Wenn ihr es braucht, macht ihr auf, zieht heraus und habt gleich alles beisammen, wenn ihr es hier abklickt. Und dann könnt ihr halt eure Spool und eure Signalboje zusammenbauen und sie verwenden. Aber ihr seht, das ist eigentlich der beste Weg, das Ganze aufzuräumen. Es ist platzsparend und vor allen Dingen kann es mit einem Griff das komplette System, das ihr jetzt dann braucht, um eure Signalboje zu setzen, mit einem Griff aus der Tasche holen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen hoch da, lasst uns ein Abo da, schaut noch andere Videos auf unserem Kanal und ansonsten bis zum nächsten Mal bei Dive Support.